In diesem neuen Star Stable Online-Video. Hier, ja, wir stehen hier im Steinkreis und wir müssen mit Lisa reden. Denn wir müssen ein. Denn wir müssen einen Nachtreiter finden und mit ihm sprechen. Also mal gucken, was ihr so eingefallen ist. Ich hoffe, du bist bereit für deinen Auftritt, Nala, denn es wird Zeit für die Show. In der ersten Phase der Operation Pferdemaul müssen wir den Köder für Dacor auslegen. Ich verlasse den geheimen Steinkreis als Erste und bleibe dort, wo mich die Drohnen sehen können. Du kommst dann nach, um mir wichtige Neuigkeiten über Fripp mitzuteilen. Wir haben keine Zeit, ein Skript auszuarbeiten. Glaubst du, du kannst einfach mit mir gemeinsam improvisieren? Mhm. Sehr schön. Dann los. Let's go. Dann mal los und mal gucken, was wir so anrichten. Mein Pferd hat einen Special Moment. Wie geht es, Fripp? Oh, wie wünschte ich, ich wäre der Überbringer gute Neuigkeiten. Doch wehe mir, der Zustand unseres Freundes ist ernst. Oh nein, hat Elisabeth irgendeine Idee, wie man ihm helfen kann? Fripp ist von Krankheit befallen und steht an der Schwelle zum Tod. Dringend bedarf er einer Druidenheilung. Ich verstehe. Also wie sorgen wir dafür, dass er die erforderliche Behandlung erhält? Zu Avalon lenke deine Schritte, denn vom Schicksal gebeutelt Patienten trage in deinem Armen. Armen? Wieso redet sie so? Okay. Du willst also, dass ich Fripp zu Avalon bringe? Verstanden. Ich frage mich, wann Dacor endlich neu aussehen wird. Habt ihr das gehört? Fripp hat den geheimen Steinkreis verlassen. Jetzt müssen wir zuschlagen. Lass mich das erledigen. Ich werde den Job zum Abschluss bringen. Nein, du hattest deine Chance und hast es vermasselt, Dacor. Lassen Sie es mich versuchen, Sir. Katja, meine Überbringerin von Alträumen. Begib dich nach Waledale und sorge dafür, dass Fripp seinen Zielort nicht erreicht. Mit Vergnügen. Die Katja ist die, die halt ein bisschen creepier ist als die anderen. Das war vielleicht das schlechteste Schauspiel, das ich je gesehen habe. Und glaub mir, ich habe das schlechteste Schauspiel gesehen. Ich war in der Schule im Theaterverein. Aber egal, ich glaube, sie haben es trotzdem geschluckt. Das dürfte die Aufmerksamkeit der Nachtreiter erregen. Jetzt wird es Zeit für Phase 2. Ich reite vor zum Punkt des Überfalls. Du nimmst den langen Weg und erregst die Aufmerksamkeit der Drohnen, um dafür zu sorgen, dass du gesehen wirst. Hals- und Beinbruch. Hoffentlich nicht. Ich brauche noch meinen Hals und meine Beine. Besonders, wenn ich euch noch helfen muss, ihr Soul Rider. Ohne mich würdet ihr nichts schaffen. Okay, wir müssen uns einfach sehen lassen. Hier, hi. Okay. Ah, da ist Katja. Hi. Das Pferd finde ich geil, aber muss ich zugeben. Super, ja.
melde meinen Standort. Oh nee, es laggt. Oh Gott, es laggt. Ich hoffe, es laggt nicht zu sehr. Okay, Katja folgt uns. Sehr gut. Oh Gott, es laggt extremst. Ich hoffe, dass es in der Aufnahme nicht zu sehr laggt. Weil sonst ist es für euch auch scheiße. Wo muss ich denn hin? Ach so. Okay. Der Plan funktioniert. Reite zum Ort ins Überfall. Mit deinem Glühwürmchen. Hi, Katja. Jetzt! Katja von den Rachtreiter. Oh Gott, ey. Katja von den Nachtreitern, ich fordere dich zu einem Wahrheitsrennen heraus. Wie antwortest du? Was soll dieser Unsinn? Übergebt mir sofort Fripp, sonst mache ich euch das Leben zur Hölle. Tut uns leid, Katja. Fripp ist sicher im geheimen Steinkreis, wo du ihn niemals in die Finger bekommst. Beim Kodex von Pandoria, du bist gezwungen, dir meine Herausforderungen anzuhören. Wie lautet deine Antwort? Woher wisst ihr von Pandora-Kodex? Wir wissen ganz schön viele Sachen. Schlauer Meier. Na gut, ich nehme deine Herausforderung an, wie es der Kodex verlangt. Du bekommst ein Rennen und gemäß der Tradition bestimme ich die Strecke. Triff mich an den Vogelscheuchenberg, wenn du dich traust. Och Göttchen. Hier und trauen. Sicher. Mit wem muss ich reden? Ah, hier. Oh. Es hat funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Danke, Pandora Codex. Die Herausforderung wurde ausgesprochen. Jetzt müssen wir nur entscheiden, wer gegen Katja antritt. Vogelscheuchenberg? Ja, wie passend. Was meinst du damit, Alex? Ich bin hier vor langer Zeit schon einmal gegen Katja angetreten. Dann sollst du vielleicht das Rennen bestreiten als Rematch. Das ist letztes Mal nicht gut ausgegangen. Diesmal sollte die Ehre jemand anderen zuteile werden. Wenn ihr mich fragt, sollte Nala antreten. Auf Flyfly ist sie unschlagbar. Ich stimme zu, aber ihr solltet wissen, dass Katja nicht fair spielt. Da kommt mir übrigens eine Idee. Reiten wir zum Vogelscheuchenberg. Ich erkläre das unterwegs. Wir sehen uns dort, Nala. Das heißt, ich muss mein Pferdchen wechseln. Aber ja, das passt doch. Ich hol mal Flyfly und wir sehen uns gleich wieder. Da wären wir beim Vogelscheuchenberg. Gut, dass du hier bist. Ich hoffe, du bekommst keine kalten Füße wegen des großen Rennen. Du wirst zu Katjas Bedingungen gegen sie antreten. Ich weiß nicht, was sie vorhat, aber es wird nichts Gutes sein. Aber ich habe ein kleines Ass im Ärmel, wenn sie irgendwas Unfaires versucht. Hoffentlich muss es dazu nicht kommen. Schlage sie auf fairer Weise, okay, Nala? Wir glauben an dich. Schnell hoch auf den Berg, Katja wartet schon. Okay, ja, ich nehme auf. Das ist sehr gut. Ups. Was sind die Sachen unter meinem Tisch? Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht zu krass gehört. Also nicht, dass mein Mikrofon so stark ist, aber man weiß ja nie. Nein. Oh Gott, ich hau hier alles um. Alter. Ja, gut.
Mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Bereit? Dann bringen wir das hinter uns. Das Rennen ist ganz einfach. Wer als Erste unten am Fuß des Vogelscheuchenberges ist, hat gewonnen. Selbst du verstehst diese Regel, oder? Ich mache es dir sogar noch einfacher. Falls du hier schon mal geritten bist, weißt du, dass diese Vogelscheuchen manchmal recht aktiv werden können. Sie werden dich aber nicht belästigen. Du hast mein Wort. Tatsächlich erkennst du den Vogelscheuchenberg vielleicht überhaupt nicht wieder. Die Straße könnte etwas länger sein, als du erwartest. Genug geredet. Es wird Zeit, dass du verlierst. Oh. Und es ist weiß. Katjas Albtraumrennen. Du bist in Katjas Albtraumwelt gefangen. Du musst den Ausweg finden und nach Jovik zurückkehren, bevor du den Wettbewerb verlierst. Okay. Toll. Sieht cool aus, aber. Gott. Okay, wie geil. Das ist ja cool. Oha. Ich sollte vielleicht nicht zu sehr die Kamera umdrehen, aber das sieht einfach zu geil aus. Oh Gott, wir müssen ins Wasser an. Doch nicht. Es hat geglitscht. Hätte ich schon erwartet. Da hinten war Katja, oder? Oh Gott, wohin muss ich? Hier wieder runter? Alter, wie krass ist das? Sind die in Holland? Katja? Wo ist der Stall? Oh nein! Der Stall wurde verschlungen. Wir sind ins Licht geritten. Du hast verloren? Oder was ist eigentlich passiert? Ich bin wieder in Jorvik. Oh nein, sieht so aus, als würde Katja vor mir ins Ziel ankommen. Aber wie ist das möglich? Was macht Alex da? Warum verziehst du das Gesicht, Nala? Du hast die Regel festgelegt. Wer zuerst unten ist, gewinnt. Das war's. Es wurde nichts über den Weg dorthin gesagt. Du hast das Rennen verloren, Nala. Ich muss nur die Ziellinie überqueren und du gehörst mir. Erkennst du den, Katja? Der goldene Apfel? Woher hast du den? Es hätte noch gar keinen neuen am Baum geben dürfen. Gib ihn mir. Wenn du ihn willst, komm und hol ihn dir. Nala, jetzt! Oh, wow. So ein schlaues Rennen. Nala hat gewonnen. Was? Nein, nein! Ich habe das doch so organisiert, dass sie verliert. Du hast mich reingelegt. Wie gefallen dir die Äpfel? Na schön, du hast das Rennen gewonnen. Welche Wahrheit forderst du als deinen Preis ein? Sag uns, wo Concord ist. Das ist alles? Du hättest alles verlangen können, was in meiner Macht steht, und du willst das? Ihr wollt wissen, wo Concord ist? Soll das heißen, das wisst ihr nicht? Der Plan lautete, Concord in Pandoria mit seiner Reiterin einzusperren, aber er hat es nicht geschafft. Concord ist. Du lügst! Nein. Tut sie nicht. Eure Gesichter. Anscheinend war meine Niederlage doch noch ein Sieg. Da habt ihr eure Wahrheit. Die Herausforderung ist abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal, Soulrider. Heya! So war das nicht geplant. Oh-oh. Concord ist nicht mehr? Ich kann es noch immer nicht glauben. Also, was tun wir jetzt? Ist dies das Ende der Soulrider? Ich muss das noch verarbeiten. Wir sollten Elisabeth und den anderen die Nachricht überbringen. Nana.
Warum? Damit sie uns wieder umsonst Hoffnung machen können? Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Gehen wir, der Ritt wird uns gut tun. Nala, wir treffen uns bei dem geheimen Steinkreis, okay? Jo. Aber ihr Lieben, fürs Erste war's das. Ich beende jetzt diese Folge hier wieder an so einem stacheligen Punkt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne bei Instagram und TikTok bei mir vorbei. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut. Bye, bye.